Volvo-Käufer lieben Kombis und der V70 ist besonders beliebt, offenbar weil es sich um einen besonders klassischen Kombi handelt. Viel Platz und ein aufrecht stehendes Heck sorgen für müheloses Beladen und die Variabilität ist ausgezeichnet. Etwa auch dank der dreiteiligen Rückbank. Das Ladevolumen reicht von 575 bis 1600 Liter. Der Ladeboden ist durchgehend flach und somit besonders gut nutzbar. Der V70 ist nach dem jüngsten Facelift ja rundum aufgefrischt worden und so soll nun eine neue Frontpartie für zeitgemäßen Schick sorgen. Auch im Innenraum und am Cockpit ist Feinschliff erfolgt. Neue Ausstattungsfeatures sind ebenfalls an Bord. Das Infotainment-System ist auf den letzten Stand gebracht worden, mit mehr Funktionen und einem Update für das User-Interface. Aber nicht zuletzt mit neuer Motor- und Getriebegeneration will der V70 überzeugen. Im Testwagen V70 D4 kommt ein neuer Euro 6 Vierzylinder-Turbodiesel mit 181 PS zum Einsatz. Die Kraftübertragung auf die Vorderräder wird von einem sanft agierenden Automatikgetriebe übernommen und diese Kombination ergibt eine äußerst komfortable Art der Fortbewegung, wobei die Lenkung für manchen Geschmack vielleicht etwas zu gefühllos abgestimmt ist. Das neue, von Volvo entwickelte Einspritzsystem soll mit neuer Sensortechnologie für optimale Kraftstoffzufuhr in jedem der vier Zylinder sorgen und so den Verbrauch senken. Im Test genehmigte sich der immerhin knapp 1,8 Tonnen schwere, 181 PS starke Automatik-Schweden-Kombi je nach Etappe zwischen 6,3 und 8,4 Liter auf 100 Kilometer. Fazit: Ein feines Auto ist nochmals deutlich verfeinert und verbessert worden. Vor allem die Neuheiten unterm Blech sind bemerkenswert und lassen die für 2015 erwartete Präsentation eines Nachfolgers als nicht sonderlich dringend erscheinen. Wer sich den aufgefrischten V70 D4 zulegen will, muss mit Preisen ab 42.200 Euro rechnen. Die 8-Gang-Automatik kostet 2.600 Euro zusätzlich und auch Allrad gibt es gegen Aufpreis.